Hi Leute, das ist Sanu hier. Ich wollte euch in einem ganz kurzen Video nur kurz einen Tipp sagen, beziehungsweise besonders die neuen Spieler unter euch und die ganzen Wiedereinsteiger, die das nicht mehr ganz so auf dem Schirm haben. Jetzt haben wir eine neue Season und eventuell fehlt euch ein bisschen was an Shade Level. Ihr seid noch nicht allzu hoch, habt die ganzen passiven Boni eventuell noch nicht. Die erreicht ihr, wenn ihr Shade Level 800 erreicht habt. Und das Ganze zusammen mit dem Season Pass, der 100 Level hat. Die Level sind immer 700.000 XP. Die bekommt ihr stellenweise, wenn ihr Projekte macht, bekommt ihr über ein halbes Level oder stellenweise sogar ein komplettes Level geschenkt. Und der Season Pass, wie gesagt, besteht aus 100 Leveln. Die könnt ihr einfach durchspielen. Und wie ihr das am schnellsten hinbekommt. Es gibt eine Möglichkeit, die überragt quasi alle anderen. Ist für mich persönlich nix. Ich spiele eine etwas langsame Variante, will sie aber euch trotzdem zeigen. Und zwar, passt auf, ihr könnt ja, wenn ihr in der Open World seid, könnt ihr hier auf der PlayStation jetzt, könnt ihr rechte Steuerkreuz reindrücken. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, die Direktiven und den Schwierigkeitsgrad zu ändern. Ich spiele immer auf Heroisch. Die beste Möglichkeit, XP zu farmen, ist aber tatsächlich auf Herausfordernd. Herausfordernd in Kombination mit allen 5 Direktiven. Das ist stellenweise tricky. Für mich persönlich ist das, wie gesagt, nichts. Manche Direktiven, die nerven mich einfach. Kann ich nicht abhaben. Und wäre halt die schnellste Variante. Ihr stellt auf Herausfordernd alle Direktiven an und dann konzentriert ihr euch hier auf Aktivitäten, die ihr macht. Wobei besonders der Rettungseinsatz hier richtig dick XP gibt. Die Anzeige da könnte eine... Oh, weg ist er. Oh, da wurde wohl schon jemand gerettet hier. So, aber ihr habt's gesehen, ne? Die Rettungseinsätze und halt ganz klar die ganzen anderen Aktivitäten und hier die öffentlichen Hinrichtungen und die Kontrollpunkte. Wenn ihr das alles macht auf Herausfordernd mit den 5 Direktiven, kommt ihr recht schnell durch und bekommt so, das könnt so das maximale, die maximale XP-Beute, habt dann die maximale XP-Ausbeute. So, nein, ich stehe durch. Ich persönlich würde euch empfehlen, also es kommt halt auch drauf an, ne? Je nachdem, wie stark euer Bild ist, wie gut ihr mittlerweile seid, wie viel Training ihr hinter habt, wie ihr mit dem Game parat kommt, könnt ihr halt, wenn ihr eine entsprechende Herausforderung sucht und trotzdem schön leveln wollt, dann stellt das Ganze, wie gesagt, schön auf Heroisch. Und macht dann so viele Direktiven an, wie eure Finger ertragen können. Bei mir sind es hier die beiden. Der Rest Spezialmunition hin und wieder hole ich auch noch mit hinzu. Finde ich tatsächlich, machen jetzt für ein bisschen mehr XP. Aber die hier, die finde ich, die gehen gar nicht. Die machen keinen Spaß. Beziehungsweise kommt auch immer auf das Bild an, was man spielt. Da machen einige ein bisschen mehr Sinn, andere ein bisschen weniger. So, dann stellt ihr das wie gesagt an. Und dann akzeptiert ihr die Änderungen. Und dann, ja, hier noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr vorm weißen Haus steht, habt ihr den Ladebildschirm. Lauft ihr hier raus, habt ihr keinen, da stellt ihr das instant um. So. Leute, kurz und knapp, das waren meine XP-Tipps für die Season 3. Also, geht raus da und farmt euch XP. So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.